Dann auf mich in 3, 2. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich stehe hier mit dem Ehepaar Bertrams und ihrem Anwalt Klaus Pinkernay aus Berlin. Die Familie bittet um ihre Mithilfe. Wir vermissen unseren Sohn Timo. Er ist vor 3 Tagen nicht vom Spielplatz nach Hause gekommen. Er ist 6 Jahre alt. Er trägt einen blauen Kapuzenpulli und so Bob der Baumeister Schuhe. Bitte, wir wollen unseren Sohn wieder haben. Wenn ihn irgendjemand gesehen hat und wer auch immer ihn vielleicht auch mitgenommen hat, bitte, es ist unser Sohn. Bitte. Das ist Timo. Wir wollen unseren Sohn wieder haben, bitte. Wir wollen unseren Sohn wieder haben. Boah, er ist doch so klein. Er ist noch so klein. Bitte, wir brauchen dringend Ihre Mithilfe. Wenn Sie Timo gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort haben, kontaktieren Sie uns, fragen Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach, helfen Sie mit. Wir brauchen Ihre Hilfe, damit der kleine Timo wieder nach Hause kommt. Liebe Zuschauer, das war der Hilferuf der Familie Bertrams. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und gehen zurück ins Studio. Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Timo bleibt spurlos verschwunden. Seine Eltern Carla und Hannes Bertrams leben mit ihrer heute 18-jährigen Tochter Emma noch immer im gleichen Haus. Die Familie hat Timos Verlust nie überwunden. Vor allem Mutter Carla kann ihren kleinen Jungen nicht loslassen. Um endlich nach vorne blicken zu können, hat die Familie Timo vor kurzem schweren Herzens für tot erklären lassen. Hallo, junger Mann. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich habe zufällig das hier gefunden. Was ist das? Vor 10 Jahren verschwunden hat Timo endgültig für tot erklärt. Ja, kann ich mich leise dran erinnern. Und was hast du damit zu tun? Ja, dieser Timo Bertrams, das bin ich. Okay. Komm noch mal mit in unser Büro, bitte. Gehst du schon mal vor? Stefan? Ja? Sag mal, kannst du dich an den kleinen Jungen erinnern vor 10 Jahren? Timo Bertrams, der auf einmal verschwunden war? Super. Ja, ein bisschen, ja. Wieso, was ist denn damit? Der junge Mann sagt, dass er Timo ist. Okay. Und wo kommst du jetzt so plötzlich her? Ja, ich weiß, das klingt komisch, aber mich hat ein Pärchen entführt damals und die haben mich festgehalten. Und irgendwann konnte ich dann abhauen und seitdem schlage ich mich irgendwie auf der Straße durch. Okay, aber wenn du abhauen konntest, warum bist du dann nicht gleich nach Hause gegangen? Ja, keine Ahnung, für mich gibt's halt kein Zuhause mehr. Meine Erinnerungen sind auch irgendwie komplett weg. Mhm. Okay, aber du erinnerst dich daran, dass du dieser Timo hier bist? Und dass es auch deine Familie sein könnte? Ja, genau. Ein Kumpel, mit dem ich rumhänge, der hat sich, als es kalt war, mit ein paar Zeitungen zugedeckt. Und da habe ich dann halt genau dieses Bild gesehen. Und dann sind meine Erinnerungen halt wieder komplett hochgekommen. Das bin ganz gleich. Okay, also wir werden jetzt Folgendes machen. Wir rufen erstmal einen Arzt an, der kann dich mal von oben bis unten richtig durchchecken. Dann werden wir deine Familie kontaktieren. Die Bertrams werden dich ja hoffentlich wiedererkennen. Und außerdem müsstest du dann noch ein bisschen hierbleiben. Wir müssen dich dann noch vernehmen, weil Freiheitsberaubung und Entziehung Minderjähriger und sowas alles noch vorliegt, ne? Gut, dann mache ich mich mal ans Telefonieren. Ja. Dass ein verschwundenes Kind nach so langer Zeit gesund und lebendig auftaucht, ist eher selten. Wir werden ihn jetzt auf jeden Fall von einem Arzt checken lassen, natürlich auch auf seine mentale Verfassung hin. Des Weiteren werden wir die Eltern informieren und dann schauen wir weiter. In solch einem Fall prüft ein Arzt die Zurechnungsfähigkeit des Jungen. Nachdem das geschehen ist, wird Familie Bertrams zur Wache gebeten. Vor allem Mutter Carla kann kaum fassen, dass ihr Albtraum nach 10 Jahren des Hoffen und Bangens nun ein Ende haben soll. Timo? Mama? Timo, bist du es wirklich, Timo? Carla ist überwältigt vor Glück.
Nachdem sie diesen Jungen gesehen hat, ist sie sich ganz sicher, das ist Timo. Als Mutter spürt sie das. Oh Gott, mein Junge. Entschuldigung. Ja. Können wir denn Timo jetzt gleich mit nach Hause nehmen? Naja, also uns interessiert natürlich schon sein plötzliches Auftauchen und das Verschwinden sollte eigentlich schon aufgeklärt werden. Und er sagt, er ist entführt worden. Mhm. Aber seine Erklärungen dazu, die sind schon so ein bisschen schwammig. Mhm. Entschuldigen Sie bitte, aber können wir das nicht später klären? Ich meine, Sie sehen doch, wir sind alle ziemlich aufgelöst. Das ist ein wahnsinns emotionaler Moment für uns. Und wir sind jetzt einfach nur froh, dass Timo wieder da ist. Also gut, ich denke, es ist ja sehr offensichtlich, dass Sie Timo tatsächlich für Ihren Sohn halten. Und von unserer Seite aus steht ihm erstmal nichts im Wege. Gehen Sie erstmal nach Hause und alles andere klären wir dann zum späteren Zeitpunkt. Super. Ich bin total überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da kommt auf einmal so ein Anruf und das heißt, ein Kind ist wieder da. Und dann steht er wirklich vor mir. Ich glaube, mich muss wirklich jemand kneifen. So unglaublich. Die Situation ist für alle unglaublich. Doch die Freude, den verlorenen Sohn wieder zu haben, überwiegt alle Zweifel. Die Bertrams nehmen den 16-Jährigen mit nach Hause und zeigen ihm mit großem Herzklopfen sein altes Zimmer. Wird er sich erinnern? Und? Kommt dir das bekannt vor? Ich weiß es bestimmt. Fragst du dich? Ich meine, wir haben alles so gelassen, wie es damals war, als du verschwunden bist, weil wir immer gehofft haben, dass du wieder zurückkommst. Natürlich bist du jetzt etwas zu groß für so ein Kinderzimmer. Ja, aber weißt du, Papa, das ist schon in Ordnung so, ja. Timo, ich kann es immer noch überhaupt gar nicht glauben, dass du wieder da bist. Ich könnte schon wieder losheulen. Wie immer, sonst fange ich auch wieder an zu flammen. Jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, den ich eigentlich... Weißt du, ich kann auch einfach deine Puppen wieder verstecken. Große Schwester. Wie meine Puppen? Ich habe doch eigentlich nie mit Puppen gespielt. Auch nicht, als ich klein war. Ich wollte dich einfach nur ärgern. Große Schwester. Ach so. Hört auf, euch jetzt hier zu necken und zu ecken. Sag mal, was hältst du davon, dich ein bisschen nützlich zu machen und Abendbrot zu machen? Wäre das okay? Abendbrot, ja? Klingt gut, das mache ich. Ich danke dir. Ich gehe mal mit. Alles danke. Ja, schön, danke. Ja, Timo, ich weiß, dass du und wir alle Ruhe und Zeit brauchen, um das alles irgendwie zu verarbeiten. Aber ich muss unbedingt wissen, wo du all die Jahre warst und wie du verschwunden bist. Das Einzige, was ich wirklich noch weiß, ist, dass ich von einem Pärchen festgehalten wurde. Und ja, bis ich dann irgendwann abhauen konnte. Ja. Dann hast du die ganze Zeit auf der Straße gelebt als Kind, oder was? Ja, aber ich habe halt versucht, mich irgendwie durchzuschlagen. Und du weißt, dass du jederzeit zu mir kommen kannst, ja, und mit mir reden kannst, okay? Ja, das, wir können jederzeit reden und das gemeinsam verarbeiten, ja? Schon? Weiß ich. Okay, dann lass uns jetzt Abendbrot essen. Alles klar, ich habe schon richtig Hunger. Oh, Mann, Schatz. Timo ist natürlich total überfordert. Ich muss ihm einfach auch hier mehr Ruhe und mehr Zeit lassen. Das Wichtigste ist jetzt, den Anwalt aufzusuchen und die Todeserklärung rückgängig zu machen. Noch am Abend hat Carla Rechtsanwalt Klaus Pinkernall verständigt. Der Jurist hat sie damals bei Timos Verschwinden unterstützt und ihr die ganzen Jahre über immer wieder zur Seite gestanden. Am nächsten Tag kommt er vorbei, um Timo persönlich zu begrüßen und die Formalitäten zu besprechen. Hallo! Frau Bertrams, ja Mensch, Sie haben ja Neuigkeiten. Das ja, ist ja kommen toll. Sie rein. Dankeschön. Ah, und du musst Timo sein. Hallo, Klaus Pinkernall ist mein Name. Hallo. Ich darf doch noch Timo sagen, oder? Ja, klar, natürlich. Also er ist der Anwalt von uns. Als du damals verschwunden warst, hat er uns geholfen bei der ganzen Suchaktion und uns die Presse vom Leib zu halten. Ne? Mensch, 10 Jahre ist das Ganze jetzt schon her. Ich erinnere mich noch wirklich gut an damals. Aber Timo, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du wieder in der Familie bist. Das kannst du mir glauben. Ja, und weil er jetzt auch wieder da ist, müssen wir natürlich die Todeserklärung rückgängig machen, sobald wie möglich. Ne? Ja, das ist aber überhaupt kein Problem. Allerdings müsste der entsprechende Antrag dann von Timo selbst gestellt werden. Ja, das sollte doch auch kein Problem sein, oder? Ja, normalerweise nicht. Ja, nee, ich will das natürlich unbedingt. Außerdem will ich auch wieder ein Teil einer richtigen Familie sein. Ja gut, dann würde ich sagen, bereite ich den Antrag vor und bringe ihn dann hier vorbei, dass Sie nur noch unterschreiben und der Rest ist dann reine Formsache. Ja, super. Wunderbar. Alles klar. Dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Danke. Mach's gut, gell? Löhn dich schön ein. Bis dann. Tschüss. Ja. Was haben Sie denn für einen Eindruck von dem Jungen, wie es ihm jetzt geht? Ach, wissen Sie, ich denke schon, dass er froh ist, wieder hier zu Hause zu sein, aber total traumatisiert.
nicht wissen, was der alles erlebt hat. Er macht total dicht. Mhm. Sie müssen ihm auf jeden Fall Zeit geben. Er war 10 Jahre weg. Sowas lebt sie nicht von heute auf morgen. Ich weiß, er hat auch mal kurz durchblicken lassen, dass er von der Familie irgendwie entführt wurde und dort aufgehalten wurde. Also, ja, ich hoffe, dass er wieder Vertrauen fassen kann. Das würde er auf jeden Fall, Frau Bertrams. Vielleicht sollten Sie auch noch mal drüber nachdenken, gegebenenfalls einen Therapeuten vorzustellen oder so. Und um die Entführungssache wird sich natürlich die Polizei kümmern. Klar, die werden hier über kurz oder lang auch aufkreuzen. Und wenn ich noch was für Sie tun kann, dann rufen Sie mich gerne jederzeit an. Ganz lieben Dank. Okay, ich bereite dann den Antrag vor. Ganz und dann gut. Hören wir wieder voneinander. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Ja. Kein Thema. Tschüss. Tschüss. Je nachdem, was Timo erlebt hat, kann es sein, dass er schwer traumatisiert ist. Wir werden vermutlich nicht von heute auf morgen erfahren, was er in den letzten 10 Jahren alles durchmachen musste. Bis dahin können wir ihm aber nur helfen, in ein möglichst normales Leben zurückzufinden. Zwei Tage später ist Timo auf dem besten Weg, sich wieder bei seiner Familie einzugewöhnen. Und auch Carla genießt es, ihren Sohn endlich wieder bei sich zu haben. Doch die 10 Jahre der Trennung sind nicht spurlos an der Familie vorübergegangen. Schatz, ich freue mich ja auch, dass er wieder da ist. Ich habe mir auch nichts mehr gewünscht, als dass unser Junge wieder zurückkommt. Das weiß ich doch. Es ist nur, ich meine, ich will jetzt nicht rumjammern oder so, aber irgendwie fühle ich mich überfordert mit der ganzen Situation. Hannes, ich verstehe das total, wirklich. Hey, Timo. Timo, wir haben dich gar nicht kommen gehört. Ja. Also, falls du das jetzt irgendwie mitbekommen hast, dann versteh das bitte nicht falsch. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du wieder da bist. Es ist irgendwie mein Problem. Ich meine, für mich ist das auch eine ganz komische Situation jetzt. Ich habe das Gefühl, wir sind uns auch alle noch ziemlich fremd. Was redest du denn da für einen Unsinn? Komm, setz dich hin, du bist unser Junge. Müsli wie immer? Ja. Timo, das ist jetzt wirklich nicht leicht für mich, aber es würde mir wirklich viel helfen, wenn wir einen DNA-Test machen könnten. Was? Spinnst du? Sag mal, hast du sie noch alle? Wie kannst du sowas von ihm verlangen? Carla, das ist ja auch sehr unangenehm für mich. Aber ich brauche diese Gewissheit, wenn wir diesen Test machen könnten. Also, wie gesagt, es ist alles in Ordnung. Und ich mache den Test auch. Vielleicht fühlen sich dann alle auch besser. Ja. Danke. Danke Ihnen. Das hilft mir wirklich sehr. Also, dass auch Hannes Zeit braucht, das alles zu verarbeiten, das verstehe ich echt total. Aber das mit dem DNA-Test, also das fand ich echt total unmöglich. Was soll denn Timo denken, wenn nicht mal wir Eltern an ihn glauben? Aber wenn es letztendlich der Sicherheit dient, okay. Noch am selben Tag ruft Carla Klaus Pinkernail an und der Rechtsanwalt veranlasst einen DNA-Abgleich von Hannes und Timos Haarproben. Schon 3 Tage später bittet er die Familie zu sich, denn das Ergebnis liegt vor. Jetzt wird sich zeigen, ob der Teenager wirklich der verlorene Sohn ist. Ja, dann würde ich doch sagen, wir spannen uns alle gar nicht unnötig lange auf die Folter. So, dann gucken wir gleich mal rein, ja, was die Testergebnisse gebracht haben. Ne? Ja, dann haben wir also Gewissheit. Die eingereichten Proben sind mit einer Übereinstimmung von 99,998% identisch. Ja, dann sage ich noch mal, willkommen zurück, Timo. Ich habe nie daran gezweifelt. Mensch, Junge, ich bin so froh. Es tut mir so leid, dass ich diese Zweifel hatte. Ja, ist ja kein Problem, Papa, jetzt ist ja alles geklärt. Von mir jetzt auch endgültig herzlich willkommen in der Familie. Okay. Und wisst ihr was? Zur Feier des Tages gehen wir jetzt alle schön was unternehmen zusammen. Wir gehen Eis essen oder Minigolf spielen oder Boot fahren oder was auch immer. Kinder, würdet ihr schon mal vorgehen zum Auto? Ich würde noch ein paar Worte mit Herrn Pinkernail wechseln, ja? Ich komme dann gleich nach, ja? Alles klar. Feiern Sie schön, wir sehen uns. So, Herr Pinkernail, wo das jetzt geklärt ist, ich muss unbedingt wissen, was für eine Vergangenheit Timo hat. Das heißt, er erzählt immer noch nichts? Ja, überhaupt gar nicht, er macht voll dicht. Ja, verstehe Sie schon, nur ich weiß nicht so recht, wie ich Ihnen da helfen soll. Na, können Sie nicht irgendwie versuchen, was herauszufinden? Sie meinen, ich soll jetzt die letzten 10 Jahre rekonstruieren, wo Ihr Sohn war, was er gemacht hat? Oder wie stellen Sie sich das vor? Ja, genau. Ich meine, wenn der so viele Jahre auf der Straße gelebt hat, muss doch irgendjemand was von ihm wissen. Na gut. Ja. Sie müssen selber wissen, was für Ihren Sohn das Beste ist. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar.
Einverstanden. Ja. Ich will mal sehen, ob ich was rausfinden kann. Und okay. Ich werde bei meinen Ermittlungen diskret vorgehen. Okay. Und wenn ich was in Erfahrung bringe, dann erfahren Sie es zuerst. Okay. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Super. Nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ja? Und jetzt feiern ja, Sie. Ja, vielen Dank. Ne? Bis dann. Tschüss. Nun ist es offiziell. Der 16-Jährige ist ihr Sohn. Um das zu feiern, lädt Carla für den nächsten Tag Hannes Bruder Rolf und seine Frau Martina zum Grillen ein. Rolf steht der Familie besonders nahe. Er ist Timos Patenonkel und hat den Bertrams nach dem Verschwinden ihres Sohnes immer wieder Mut gemacht. Hi, Timo. Hallo, grüß dich. Hi. Ja. Erinnerst du dich noch an mich? Ja, natürlich. Warum soll ich mich nicht mehr an dich erinnern? So ein Glück. Ich meine, was wir so erlebt haben früher, oder? Abenteuerspielplatz, Schwimmbad. Ja, ja, das weiß ich alles nicht. Coole Zeit, ne? Ja. Ralf, Bratwurst für dich, wie immer? Ja, gerne. Ich geh mal ins Haus, ne? Vielleicht braucht Carla mal Hilfe, ne? Schatz, nimmst du die Tasche mit? Hm? Ja, also, mit ja, okay. Mal, okay. Ja. Oh, das sieht ja lecker aus hier. Ja. Du, den Kartoffelsalat kannst du schon mitnehmen. Ja, Fleisch auch, hm, lecker. Ist fertig. Okay, bring ich gleich raus. Du, ich muss mal mit dir reden. Na, was denn? Bist du dir wirklich sicher, dass der Junge da in eurem Garten der Timo ist? Ich weiß ja nicht. Natürlich bin ich mir sicher. Was soll denn diese Frage? Außerdem hat der DNA-Test das doch bewiesen. Ach, DNA-Test, DNA-Test. Sag mal, Carla, wo ist denn das Fleisch, was wir noch hatten? Du, stell dir vor, dein Bruder stellt mir gerade die Frage, ob das da draußen wirklich unser Junge, unser Timo ist. Ja, nun, Leute, das kommt mir echt ein bisschen komisch vor. Jetzt gerade, wo ihr einen Schlussstrich unter der Sache ziehen wollt, ja, da kommt der da aus dem Nichts einfach an, ja? Na, was für ein Zufall, ja? Das ist kein Zufall und der kommt auch nicht aus heiterem Himmel. Er hat nämlich diese Todeserklärung gelesen mit einer Annonce dazu. Und aufgrund dessen hat er sich erinnert. Erinnert? Ja. Soll ich dir was sagen? Der erinnert sich an gar nichts. Ja. Als ich dem in die Augen geguckt habe, ja? Der hatte keinen blassen Schimmer, wer ich bin. Hast du eine Ahnung, was der vielleicht durchgemacht hat? Da kann es doch mal passieren, dass ein paar Erinnerungen irgendwie flöten gehen. Sag mal, hast du irgendwie ein Problem? Kannst du dich nicht mit uns freuen? Darum geht's doch jetzt gar nicht. Mein Gott, ich will euch doch nur warnen. Ralf, jetzt hör auf, ja? Jetzt übertreibst du es aber. Ich übertreibe nicht. Ich meine, ihr versteht mich andauernd falsch. Ich möchte einfach nur, dass ihr diese ganze Scheiße über die Jahre nicht nochmal mitmacht. Ich meine, ich weiß doch, wie ihr damals gelitten habt. Ich meine, ich war selber dabei. Ralf, hör zu. Wir sind sicher, dass das unser Junge ist. Lass uns jetzt schön grillen gehen. Na gut, wenn du das sagst. Für wen hält Rolf sich da eigentlich? Ich brauche echt niemanden, der an Timo zweifelt. Was der Junge jetzt braucht, ist eine Familie, die hinter ihm steht und ihm Geborgenheit und Vertrauen schenkt. Noch konnte der Anwalt nichts Näheres über die Vergangenheit des 16-Jährigen in Erfahrung bringen. Doch für Carla gibt es keine Zweifel, er ist ihr Sohn. Rolf hingegen glaubt ihm kein Wort. Um zu verhindern, dass die Familie seines Bruders verletzt wird, passt er den Teenager am nächsten Tag ab. Hey, Timo. Ja? Entschuldige, dass ich dich hier so überfalle. Nimm's mir bitte nicht übel, Timo, oder wie auch immer du dich nennen magst. Weißt du, ich glaube nicht, dass du der bist, für den du dich ausgibst. Was soll das jetzt? Okay, wir machen's kurz. Wie viel brauchst du, hä? Wie viel brauche ich? Ich weiß gar nicht, wovon du jetzt redest. Pass auf. Ich geb dir einen Tausender. Ich geb dir einen Tausender, damit du sagst, dass das alles nur ein Schwindel war. Okay? Alter, da gibt's nichts zuzugeben und es ist doch überhaupt kein Schwindel, Mann. Ja, Was soll der Scheiß? Hör mir mal zu. Weißt du, nach 10 Jahren fällt dir auf einmal auf, dass du eine Familie hast, dass du Eltern hast. Komisch, ne? Das mag vielleicht Carla glauben, ja, weil sie daran glauben will. Ja? Ich gebe dir 2000. 2000, dass du aus unserer Familie verschwindest. Okay? Dass du uns in Frieden lässt. Damit machst du, denke ich, einen ganz guten Schnitt. Oder? Ja, ich will dein Scheißgeld nicht. Was denkst du? Und kannst mich auch erst recht nicht kaufen. Hallo, ihr zwei. Was macht ihr denn hier? Was willst du nicht kaufen? Ja, hier, Onkel Ralf behauptet natürlich, dass ich ein Lügner bin, nicht euer Sohn bin. Und jetzt gibt ihr mir 2000 Euro, damit ich mich verpisse, ja, und aus eurem Leben abhaue. Was? Sag mal, spinnst du? Ist dir die Hitze zu Kopf gestiegen oder was? Wie kommst du denn zu sowas? Jetzt hör mir einfach mal zu, ja? Guck mal. Das da ist Timo. Das ist ein schönes Computerprogramm, was ich da habe. Da kannst du sehen, wie sich ein Mensch nach Jahren entwickelt. So sieht er ungefähr aus, ne? Ja, so, und wenn du das mal so vergleichst, sieht er aus wie Timo.
Hm? Sag mal, was sieht der aus wie Timo? Ralf, du spinnst total. Da kommst du mir mit irgendeiner blöden Computerbildspielerei, um zu beweisen, dass mein Sohn ein Betrüger ist oder was? Ich hab dir doch gesagt, dass der DNA-Test positiv war. DNA-Test hin oder her. Sieht's ähnlich aus oder sieht's nicht ähnlich aus? Das will ich wissen. Hey, Ralf, ganz ehrlich. Ich will doch nur dein Bestes. Ralf, unser ganz Allerbestes. Ehrlich, damit tust du nicht das Beste, wenn du an uns zweifelst und wenn du an ihm zweifelst. Verschwinde von hier, lass uns in Ruhe, ja? Und lass dich hier nie wieder blicken. Komm, Timo, wir gehen, komm. Carla hat kein Verständnis für das Verhalten ihres Schwagers und ist extrem enttäuscht. Außerdem leidet sie sehr unter dem Telefonterror der Presse und darunter nicht zu wissen, was ihr Kind die letzten 10 Jahre durchmachen musste. In der Hoffnung, dass Klaus Pinkerneits Recherchen erste Erfolge gebracht haben, geht sie zu ihm. Wie geht's Ihnen denn? Ach, naja, wissen Sie, wir kommen irgendwie alle nicht so richtig zur Ruhe. Gut, das ist ja auch nicht verwunderlich. Weil ehrlich gesagt, eine Alltagssituation ist das nicht, dass nach so vielen Jahren ein verloren geglaubtes Kind plötzlich wieder auftaucht. Das muss sich alles erst noch setzen, das ist doch völlig normal. Ja, das ist mir auch klar, aber dieser ganze Wirbel und diese ganze Ungewissheit machen mich wahnsinnig. Gut, wobei wir da möglicherweise bald einen Schritt weiter sind. Ich habe noch mal mit der Polizei telefoniert und in Sachen Entführung haben die zwar nichts Neues, aber es hat sich eine Dame von einem Jugendzentrum gemeldet, die will Timo auf dem Foto erkannt haben, was in der Zeitung war. Was für ein Jugendzentrum? Ja, das scheint so ein Jugendzentrum für Jugendliche aus Problemfamilien, Obdachlose und so weiter zu sein. Und die weiß was? Die Dame heißt Ruth Verhaag. Ich habe für morgen einen Termin mit ihr vereinbart. Warum kommen Sie nicht einfach mit? Oh ja, unbedingt. Ich möchte aus erster Hand was erfahren. Gut. Das hört sich ja gut an. Natürlich ist meine Mandantin in einem Gefühlschaos hoch 10. Ihr sehnlichster Wunsch ist wahr geworden und sie kann es noch nicht mal so richtig genießen, denn die letzten Jahre haben bei allen ihre Spuren hinterlassen. Da kann man nicht einfach nur mal so ans alte Familienleben anknüpfen. Da gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir durch unsere Recherchen zumindest jetzt erstmal Licht in die nähere Vergangenheit von Timo bringen können. Gleich am nächsten Tag trifft sich Klaus Pinkerneil mit seiner Mandantin, um mit ihr zum Jugendzentrum zu gehen. Carla ist voller Hoffnung, endlich mehr zu erfahren. Auch der Jurist ist gespannt, ob Leiterin Ruth Verhaag neue Informationen zu Timos Vergangenheit hat. Denn darüber will der Teenager noch immer nicht sprechen. Ah, schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Ich gebe Ihnen mal die hier. Ja, kein Problem. Herzlich willkommen. Ja, erstmal besten Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Darf ich Ihnen Frau Bertrams vorstellen, Timos Mutter? Hallo, Frau Bertrams. Schön, Sie kennenzulernen. Timo, ja, richtig, Timo. Hier hat er sich ja anders genannt. Na, er hat ja einen Spitznamen, Kuddel. Wie dieser, der Gitarrist von den Toten Hosen. Richtig. Aber sind Sie trotzdem sicher, dass es sich um meinen Timo handelt? Ja, da bin ich mir ganz sicher, na klar. Ich habe doch das Foto gesehen. Wann haben Sie den Jungen denn zum letzten Mal gesehen? Das dürfte ein Dreivierteljahr her sein. Ja, Dreivierteljahr. Doch schon eine Zeit lang. Ja, und dann? Dann war er weg. Von einem Tag auf den anderen ist er nicht mehr aufgetaucht. Das passiert, ist immer wieder so. Wir versuchen Sie hier natürlich an uns zu binden, damit wir Ihnen helfen können. Aber wir können Sie ja auch nicht zwingen. Ja, ja, schon klar. Aber hat er denn Ihnen mal irgendwas Persönliches von sich erzählt, dass er sich Ihnen anvertraut hat, was er so macht, was in ihm vorgeht? Also, wir haben schon ab und zu geplaudert. Ich mochte ihn ganz gerne. Das ist ja so ein schüchterner, zurückhaltender Junge. Er hat dann schon ab und zu mal ein bisschen was erzählt, ja. Was hat er denn so erzählt? Ich meine, uns fehlen immerhin 10 Jahre. Der hat mir vor allem seine Geschichtchen aus dem Alltag von der Straße erzählt. Ist ja ganz schön hartes Leben. Und dann hat er mir auch einmal erzählt von der Familie, in der er früher mal gewesen ist und in der es ihm wohl irgendwie ziemlich schlecht gegangen sein muss. Ich will mal den Lappen hier wegbringen. Das ist ja interessant. Hat er denn vielleicht noch irgendwelche anderen Bezugspersonen, irgendwelche Kumpels oder sowas? Ja, da gab's diesen jungen Obdachlosen, Mike Burger. Der war ein paar Jahre älter als Timo und ja, das waren richtig gute Kumpels, die beiden. Und dieser Mike Burger, ist der auch noch hier bei Ihnen häufiger? Der ist auch schon lange nicht mehr hier gewesen. Nee, kommt auch nicht mehr, aber der hält sich öfter mal am Cottbusser Tor auf. Am Cotti? Na ja, gut. Vielleicht ist er da ja immer noch so hin und wieder. Sie haben nicht zufällig ein Foto von diesem Mike Burger, was Sie mir mitgeben könnten?
Foto. Doch, ja, doch, das müsste ich sogar haben. Wir machen ab und zu ja mal solche Partys hier, ohne Alkohol natürlich, für die Kids. Und da machen wir dann auch manchmal Fotos. Und da müsste er tatsächlich auf einem drauf sein. Ich hole Ihnen das mal. Das wäre super. Ganz klasse. Ich für meinen Teil bin schon ein bisschen hellhörig geworden, als Frau Verhaag erzählte, was Timo ihr anvertraut hat. Wir werden sehen, ob das was bedeutet. Hoffentlich haben wir Glück und finden diesen Kumpel, diesen Mike Burger.